Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, gibt es mal eine Neuheit, auf die wahrscheinlich die halbe Pyro-Szene gewartet hat. Oder wenn nicht sogar die fast die ganze. Und das sind die Hammer Single Shots von Gao, die eigentlich 2017 schon rauskommen hätten sollen, aber irgendwie, keine Ahnung, wegen China-Problemen sind die dann erst dieses Jahr rausgekommen. Und jetzt habe ich sie endlich. Das sind Salutbombenrohre in Kaliber 30 mm, Leute. Also wie die Dumbum Single Shots sind wahrscheinlich auch lauter als die aktuellen Dumbum Single Shots, da bin ich mir sicher. Mit einer NEC von 25 Gramm. Da werden jetzt wahrscheinlich nicht mal 10 Gramm in der Bombette drin sein, weil das wären schon viel zu krass. Ich schätze mal, da wird wahrscheinlich 5 Gramm in der Bombette drin sein. Aber das ist wirklich schon richtig krank, wie Gao das schafft, so ein Teil rauszubringen und vor allem auch diese Lautstärke. Ich weiß jetzt noch nicht, wie laut die sein werden, aber ich habe fast von der ganzen Pyro-Szene gelesen, geschrieben mit vielen Menschen, Leuten und so weiter, und jeder davon hat gesagt, die sind absolut krank. Ich habe die die Thunder Air Bombs von Pyromax auch getestet schon. Muss ich sagen, sind abgrundtief geil laut. Jetzt bin ich natürlich mega gespannt, wie die abschneiden werden. Ich habe noch keinen getestet. Umso aufregender ist es für mich, jetzt einen zu testen oder zwei. Und es sind 4 Stück in der Packung. Ich habe jetzt in dem Fall 12 Euro oder 13 Euro sogar bezahlt von Feuerwerksvitrine. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch macht das Video wie immer Spaß. Lasst ein Like da und wir sehen uns gleich beim Test von diesen geilen Salutbombenrohren. Hammer Single Shot. Boah, verdammt laut. Ja, auf einmal. Ha ha!